Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der CSH. Das ist die letzte in diesem Jahr und wir haben das schönste Thema. Wir werden uns nämlich mit der endgültigen Wiederherstellung der Einheit beschäftigen. Nachdem wir ein Quartal lang die Einheit studiert haben, werden wir uns diese Woche anschauen, wie die Einheit im Himmel wiederhergestellt wird. Der Merkvers dazu steht in 2. Petrus 3, Vers 13. Dort steht: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wenn wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde warten, dann wird es ein Ort sein, an dem keiner benachteiligt wird. Es wird vollkommene Harmonie sein und die Einheit wird so sein, wie Jesus sich das ursprünglich gedacht hat. In der Bibel finden wir am Anfang das Paradies, den Garten Eden, eine perfekte Welt, und am Ende wird es wieder eine perfekte Welt geben. Es wird eine Wiederschöpfung der Erde geben und die Erde wird von den Spuren der Sünden saniert werden. In Amos 3, Vers 7 steht ein wichtiger Vers. Amos 3, Vers 7, dort steht: Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Dieser Vers klingt an, dass Gott sagt, was er tut und dass auch die Verheißungen, die schon eingetroffen sind, uns Sicherheit geben und Gewissheit geben, dass die neuen Verheißungen, die er uns auch gegeben hat, die vielleicht noch nicht erfüllt sind, dass sie sich genauso erfüllen, wie er es verheißen hat. So hat er zum Beispiel in der Bibel sein erstes Kommen vorhergesagt und es hat sich genauso erfüllt, wie es vorhergesagt war. Und daraus können wir die Gewissheit ziehen, dass das zweite Kommen und die Beschreibung über den neuen Himmel sich auch so erfüllen wird, wie Gott es in seinem Wort vorhergesagt hat. Deswegen werden wir uns jetzt ein paar Verheißungen seines ersten Kommen anschauen, um dann auf das zweite Kommen und die Harmonie im Himmel zu schauen. Jesus erstes Kommen. Eine Verheißung ist, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird. Das lesen wir in Jesaja 7, Vers 14. Jesaja 7, Vers 14. Und dort steht: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Die Erfüllung finden wir in Matthäus 1. Matthäus 1 und dort die Verse 18 bis 23. Matthäus 1, die Verse 18 bis 23. Dort steht: Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns. Also hier sehen wir, dass diese Verheißung genauso eingetroffen ist, wie es vorhergesagt wurde. Was auch vorhergesagt wurde, ist, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Das lesen wir in Micha 5, Vers 1. Micha 5, Vers 1. Dort steht: Nun aber schließe deinen Reihen. 5 Vers 1, ich habe 4 Vers 14 gelesen, Entschuldigung. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Die Erfüllung finden wir in Matthäus 2. Wir gehen zurück zu Matthäus. Kapitel 2 und dort die ersten Verse. Matthäus Kapitel 2, Vers 1 bis 6.
Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Und dann später, ab Vers 5, sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Wir haben auch vorhergesagt, dass Jesus einen Boten haben wird, der ihm den Weg bereiten soll. Das steht wieder im Alten Testament in Maleachi 3. Maleachi 3 und dort Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Und die Erfüllung lesen wir in Lukas 7. Lukas 7 und dort die Verse 24 bis 27. Und als die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und Üppigkeit leben, sind an den Königshöfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einer, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Auch Jesu Tod wurde vorausgesagt, dass Jesus als Lamm Gottes stellvertretend für die Schuld der ganzen Menschen stirbt. Das ist eine sehr bekannte Verheißung in Jesaja 53. Jesaja 53 und dort die Verse 4 bis 6. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und die Erfüllung, die sehen wir in 1. Petrus 2. 1. Petrus 2 und dort die Verse 24 und 25. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Und die letzte Verheißung, die wir uns anschauen wollen, ist, dass vorhergesagt wurde, dass Jesus in den Himmel aufsteigen wird und dass er zu Rechten Gottes erhöht sein wird. Dies sehen wir in Psalm 110. Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und die Erfüllung finden wir in Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2 und dort Vers 32 bis 36. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also wir haben gesehen, dass alle Verheißungen, die wir uns angeschaut haben und auch die, die wir uns nicht angeschaut haben über das erste Kommen Jesu, dass sie sich alle so erfüllt haben, wie sie vorhergesagt wurden. Und jetzt wollen wir uns anschauen, welche Verheißungen es über das zweite Kommen Jesu und die neue Erde gibt und haben die Gewissheit, dass sie genauso eintreffen, wie auch die Verheißungen von dem Ersten kommen. Wir schlagen dazu auf Jesaja 65, Vers 17. Jesaja 65, Vers 17. Und dort steht, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Also hier verheißt Gott ganz zentral, dass er eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird. Das heißt, darauf dürfen wir vertrauen und darauf dürfen wir uns freuen. In Johannes 14, 1 bis 3, Johannes 14, 1 bis 3,
sagt Jesus, was er gerade macht. Er sagt zu seinen Jüngern damals: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hier sagt Jesus, dass er wiederkommen wird, wenn er den Himmel bereitet hat. Das heißt, wir dürfen uns gewiss sein, dass er eines Tages wiederkommen wird. In 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 lesen wir ein bisschen, wie die Wiederkunft gestaltet sein wird. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Dort steht: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das heißt, hier sehen wir, dass die Totengerechten bei der Wiederkunft auferstehen und zusammen mit den lebenden Gerechten in den Himmel entrückt werden. An einer anderen Stelle wird es auch noch deutlich, Matthäus 24, Vers 31. Matthäus 24, Vers 31, dort steht: Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also hier sehen wir einen wichtigen Punkt für die Einheit. Wir sehen, dass bei Jesu Wiederkunft, dass alle Beziehungen wiederhergestellt werden. Das heißt, wenn Beziehungen durch Tod hier auf Erden getrennt werden, dürfen wir die Hoffnung haben, dass wir diese Person, wenn sie sich für Jesus Christus entschieden hat, bei der Wiederkunft wiedersehen werden. Wir schauen weiter in 1. Korinther 15, 51 bis 53. 1. Korinther 15, 51 bis 53. Dort steht: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Also wir sehen hier, dass der Körper, der auf Erden mit Sünde und mit Krankheit befleckt ist, dass er plötzlich verwandelt wird beim Schall der Posaune. Und hier sehen wir einen zweiten Hinweis auf die Einheit. Wir sehen, dass wir einen vollkommenen, unsterblichen Körper erhalten. Das heißt, dass Christi Ebenbild in den auferstandenen Heiligen wiederhergestellt wird und dass wir all das vollkommene Bild Gottes wieder spiegeln können. In Offenbarung 21 wird die neue Erde beschrieben, das neue Jerusalem. Dort heißt es, dass es zubereitet ist wie eine Braut. Es kommt vom Himmel herab, es ist schön geschmückt. Gott macht alles neu dort. Die Stadt hat hohe Mauern, sie hat 12 Tore aus 12 Perlen. Sie hat 12 Grundsteine, auf denen die Namen der Apostel geschrieben ist. Sie ist viereckig und es wird sogar gesagt, wie breit und hoch sie ist. 12.000 Stadien breit und hoch. Und 144 Ellen ist die Dicke der Mauer. Die Mauer ist aus Jaspis, die Stadt ist aus reinem Gold, das sieht aus wie ganz reines Glas. Die Grundsteine sind aus allen möglichen Edelsteinen, es gibt keine Nacht mehr, die Tore werden nie geschlossen und alle, die im Buch des Lebens des Lammes stehen, werden dort hineingehen dürfen. Wir wollen uns 3 Verse daraus aus diesem Kapitel genauer anschauen. Und zwar Offenbarung 21, Vers 3 bis 4. Offenbarung 21, Vers 3 bis 4. Dort heißt es: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und wir lesen weiter in 22 und 23.
Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Hier wird beschrieben, dass Gott bei uns wohnt, dass Gott die Tränen abwischen wird, dass es keinen Tod mehr gibt, kein Geschrei, kein Schmerz, dass Gott selbst der Tempel ist und dass wir keine Sonne benötigen, weil die Herrlichkeit Gottes die ganze Stadt erleuchten wird. Und alle, die gerettet sind, werden in ihrem Licht wandeln. Wir haben gesehen, dass bei der Wiederkunft die Beziehungen zu anderen Menschen wiederhergestellt wird, aber gleichzeitig wird der Zugang und die Kommunikation zu Gott wieder vollkommen wiederhergestellt werden. Und er wird bei uns im neuen Jerusalem wohnen. Wir lesen einfach im nächsten Kapitel weiter in Offenbarung 22 und dort die ersten 5 Verse. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und er wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirn sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier lesen wir, dass vom Thron Gottes ein Strom vom Wasser des Lebens ausgeht, der glänzend ist wie ein Kristall. Und dass es in der Mitte den Baum des Lebens geben wird, der 12-mal Früchte trägt und dass die Blätter des Baumes zur Heilung der Völker dienen. Und hier sehen wir einen anderen Aspekt der Einheit. Alle Menschen, Stämme und Völker werden in einer harmonischen Familie zusammenleben. Es wird keine Unterschiede geben, sondern es wird völlige Harmonie geben. Jesaja 11 beschreibt die Harmonie, von der wir gerade gelesen haben, dass sie auch im Tierreich vorherrschen wird. Jesaja 11 und dort die Verse 6 bis 9. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Also hier sehen wir, dass es nichts Böses mehr geben wird, nichts Verderbendes und dass es auch im Tierreich und zwischen Tier und Mensch eine vollkommene Harmonie geben wird. Jesaja 35, die Verse 4 bis 10, beschreibt auch, wie es auf der neuen Erde sein wird. Jesaja 35, die Verse 4 bis 10. Seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und die Ströme in der Einöde. Der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Wo zuvor die Schakale wohnten und lagerten, wird ein Gehege für Rohr und Schilf sein. Und eine Straße wird dort sein und ein Weg. Man wird ihn den Heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern erst für sie, die auf dem Weg wandeln. Selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Dort wird es keinen Löwen geben und kein Raubtier wird zu ihm herankommen und dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Hier lesen wir, dass die Augen der Blinden aufgetan werden, die Ohren der Tauben geöffnet, Lahme springen, die Zunge der Stummen Lob singen, die Erlösten haben ewige Freude und aller Kummer und Seufzen werden entfliehen. Also wir sehen, dass wir hier einen vollkommenen Körper haben, der keine Krankheit mehr kennt und dass tief in unserem Herzen eine ewige Freude ist, die nicht schwinden wird. Abschließend wollen wir uns nach Jesaja 65 anschauen. Dort wird beschrieben, was wir im Himmel machen werden. Jesaja 65, die Verse 21 bis 25.
Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jähen Tod zeugen, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, während sie noch reden, will ich sie erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Wir sehen, dass die Menschen wie im Jugendalter sein werden und die Kraft von Jugendlichen besitzen werden. Sie werden Häuser bauen, sie werden sie auch bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und die Früchte genießen. Und sie werden nicht mehr vergeblich arbeiten, sondern das, was sie erarbeitet haben, von dem werden sie auch essen oder leben. Und auch hier sehen wir, dass die Tiere einträchtig beieinander leben. Das heißt, der Himmel wird als ein perfektes Leben beschrieben, ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne Leid. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, was wir erarbeitet haben aus den ganzen Versen, dann sehen wir, dass die Beziehung zwischen den Menschen wiederhergestellt werden. Man sieht, dass Christi Ebenbild in den auferstandenen Heiligen wiederhergestellt wird. Es gibt eine direkte Kommunikation zu Gott. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen Menschen, Stämme oder Völker, sondern sie werden alle harmonisch zusammenleben. Man hat dort vollkommene Harmonie und vollkommene Freude. Und es wird ein perfektes Leben sein, wie man sich hier auf Erden vielleicht nur erträumt. Ellen White schreibt in The Story of Redemption, Seite 432, folgende: So wie die Jahre der Ewigkeit vergehen, bringen sie tiefere und noch wunderbarere Offenbarungen über Gott und Christus mit sich. So wie Wissen zunimmt, nehmen auch Liebe, Ehrfurcht und Glück zu. Je besser die Menschen Gott kennenlernen, desto mehr werden sie seinen Charakter bewundern. So wie Jesus ihnen die Reichtümer der Erlöser und die wunderbaren Errungenschaften des großen Kampfes mit Satan enthüllt, werden die Herzen der Erlösten mit noch mehr Hingabe schlagen und die goldenen Harfen mit noch festerem Griff spielen. Und 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Stimmen vereinen sich zu einem mächtigen Loblied. Wir wollen uns jetzt noch einen Vers genauer anschauen, in Offenbarung 21, Vers 7. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie es im Himmel einmal sein wird, dass wir immer tiefere Erkenntnisse kriegen. Aber in Offenbarung 21, Vers 7 steht eine wichtige Bedingung. Dort steht: Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Also die Bedingung ist das Überwinden. Und wenn wir in die Sendschreiben gucken, dann steht nach jedem Sendschreiben eine Verheißung für diejenigen, die überwinden. Und diese Verheißungen wollen wir uns anschauen. In Offenbarung 2, Vers 7, Offenbarung 2, Vers 7 steht: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wir haben schon an einer anderen Stelle gesehen, dass es den Baum des Lebens im Paradies geben wird. Und hier heißt es, dass derjenige, der überwindet, von dem Baum des Lebens essen wird. Ein paar Verse weiter, Offenbarung 2, Vers 11, steht: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Das heißt, wer überwindet, der wird bei der ersten Auferstehung dabei sein und wird mit Jesus eine Ewigkeit im Himmel verbringen. In Offenbarung 2, Vers 17, ein paar Verse weiter, gibt es eine nächste Verheißung. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Hier sehen wir, dass der, der überwindet, von dem verborgenen Manna essen wird. Er wird einen weißen Stein bekommen, auf dem ein neuer Name steht. Noch ein paar Verse weiter, Offenbarung 2, Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Hier sehen wir, dass derjenige, der überwindet,
Vollmacht hat über die Heidenvölker. Das bedeutet, dass er in den 1000 Jahren des Millenniums über die Heidenvölker Gericht halten wird. Wir gehen in das nächste Kapitel, ein paar Verse weiter, Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Hier sehen wir, dass derjenige, der überwinden wird, mit weißen Kleidern bekleidet werden wird. Sein Name wird nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Und das stand auch in Offenbarung 21, Vers 27, dass diejenigen, die im Buch des Lebens des Lammes stehen, auf der neuen Erde sein werden. Also auch hier ist die Bedingung das Überwinden. In Offenbarung 3, Vers 12, wieder ein paar Verse weiter, steht, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinem neuen Namen. Hier sehen wir, dass der, der überwindet, zu einer Säule im Tempel wird, im Tempel Gottes wird, dass Gott auf ihn den Namen seines Sohnes schreibt und den Namen der Stadt des neuen Jerusalems, wie wir auch in Offenbarung 22, Vers 4 gelesen haben. Und wir haben noch ein Sendschreiben, Offenbarung 3, Vers 21. Und auch dort gibt es eine Verheißung für diejenigen, die überwinden. Offenbarung 3, Vers 21 heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Also wer derjenige, der überwindet, der wird mit Gott auf dem Thron sitzen, wie Jesus es bereits tut. Und wir wollen uns das Wort überwinden noch genauer anschauen, damit wir wirklich verstehen, was es bedeutet, zu überwinden. Und dazu gehen wir in 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5. 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also, ein Prinzip, um zu überwinden, heißt, dass wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. In Römer 8, Vers 27 wird dies anders ausgedrückt. Römer 8, Vers 27. Römer 8, Vers 27, dort heißt es, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Es tut mir leid, ich habe Vers 27 gelesen, ich meine Vers 37, Römer 8, Vers 37. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das passt zu unserem Thema. Wir können nur in Jesus überwinden. Also das Erste war, wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das Zweite ist, dass wir nur in Jesus überwinden können. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was passiert, wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und das, was er für uns getan hat, in Anspruch nehmen. Und dazu gehen wir ins Alte Testament in Hesekiel 36, Vers 26. Hesekiel 36, Vers 26. Dort steht, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das heißt, wenn wir Jesu Opfertod für uns in Anspruch nehmen, wenn wir uns zu ihm bekennen, dann will er uns ein neues Herz geben und er will in uns bewirken, dass wir seinen Gesetzen und seinen Rechtsbestimmungen folgen können. In Jeremia 31, Vers 33, das schauen wir uns als nächstes an, dort steht auch, dass Gott uns sein Gesetz in unser Herz schreibt. Jeremia 31, Vers 33, dort steht, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es wird auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also hier schreibt Gott sein Gesetz in unsere Herzen. Und dadurch verändert sich Stück für Stück unser Charakter. Wir schauen uns noch zum Schluss Römer 12, Vers 21 an. Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das ist dann im Prinzip das Ergebnis, was passiert, wenn wir uns Stück für Stück von Jesus verändern lassen. Dann werden wir auf negative Situationen
positiv reagieren. Wir werden, wenn vielleicht jemand mir schlecht begegnet, ein freundliches Wort sagen und den Charakter Jesu widerspiegeln. Und das geht nicht von jetzt auf gleich, das ist täglich eine Entscheidung. Und wenn ich mich täglich für Jesus entscheide und ihm erlaube, meinen Charakter zu verändern, dann werde ich einmal überwunden haben, damit ich bei ihm auf der neuen Erde sein kann. Im Himmel wird es vollkommene Einheit geben, wie wir gesehen haben. Und dies wird möglich sein, weil jeder das Gesetz und den Charakter Gottes im Herzen hat, weil die Charakterschule vollkommen abgeschlossen ist. Und das geht nur, wenn ich mich täglich Gott übergebe und aus seiner Kraft lebe. Und es gibt noch so viele Verheißungen in Gottes Wort, die bestätigen, dass Gott auch wirklich dies tun wird und dass er Stück für Stück unseren Charakter schleifen wird. Und über den Himmel und Jesus' Verdienst nachzudenken, hilft uns, unseren Fokus zu behalten und unseren Fokus auf Jesus zu behalten. Und dies schützt uns auch vor Schwierigkeiten, wie es in dem nächsten Zitat steht. Ich lese aus Our High Calling, Seite 285 folgende. Wenn wir uns die ewige Wirklichkeit bewusster vor Augen halten, wird es selbstverständlich sein, über die Gegenwart Gottes nachzudenken. Das gibt uns Schutz vor dem Feind, der bei uns einzudringen sucht, schenkt uns Kraft und Gewissheit und hilft, Furcht zu überwinden. Wenn wir die Atmosphäre des Himmels in uns aufnehmen, werden wir keine Freude an der Schlechtigkeit der Welt finden. Jesus malt uns die Vorzüge und die einzigartigen Vorstellungen der himmlischen Dinge vor Augen, damit wir uns in Gedanken mit der Herrlichkeit des Himmels beschäftigen und unsere Gedankenwelt erfüllt wird mit Bildern himmlischer und ewiger Schönheit. Der große Lehrmeister gibt uns einen Einblick in die zukünftige Welt und rückt sie mit ihren anziehenden Dingen in unser Blickfeld. Wenn der Mensch seinen Geist auf das zukünftige Leben und seine Segnungen richtet, vor allem im Vergleich zu den vergänglichen Dingen dieser Welt, dann wird ihm der deutliche Unterschied bewusst werden. Das wird Herz und Seele, ja sein ganzes Wesen prägen. Lass uns gemeinsam täglich auf Gott schauen und ihm nachfolgen. Dann dürfen wir nämlich auch gewiss sein, dass er uns sicher zu sich nach Hause holt. In frühen Schriften von Ellen White beschreibt Ellen White ihr erstes Gesicht und es handelt genau davon, wie die Heiligen in der Stadt Jerusalem einziehen werden. Und mit einem Ausschnitt daraus möchte ich diese CSH beenden. Wir alle wurden von der Wolke umhüllt und wurden 7 Tage aufwärts getragen zu dem gläsernen Meer, wo Jesus die Kronen brachte und sie mit eigener Hand auf unsere Häupter setzte. Er gab uns goldene Harfen und Siegespalmen. Die 144.000 standen in einem Viereck an dem gläsernen Meer. Manche von ihnen hatten seine herrlichen Kronen, andere nicht so herrlich. Manche Kronen erschienen mit Sternen beladen, während andere nur einige hatten, aber alle waren vollkommen zufrieden mit ihren Kronen. Sie waren alle von den Schultern bis zu den Füßen mit einem glänzenden weißen Mantel bekleidet. Engel umgaben uns, als wir über das gläserne Meer nach dem Tore der Stadt gingen. Jesus erhob seinen mächtigen, herrlichen Arm, ergriff das Perlentor, schwang es in den glänzenden Angeln zurück und sagte zu uns: Ihr habt eure Kleider in meinem Blut gewaschen, habt festgestanden für meine Wahrheit, tretet ein. Wir traten alle ein und fühlten, dass wir ein Recht in der Stadt hatten. Zum Abschluss möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die vielen Verheißungen, die in deinem Wort stehen über die neue Erde. Ich möchte dir danken, dass du einmal alles neu machen wirst, dass wir bald bei dir in Ewigkeit sein dürfen. Und ich möchte dir danken, dass du auch den Weg dorthin vorbereitet hast. Ich möchte dich für uns alle bitten, die diese CSH anschauen und für mich. Vater, dass wir täglich auf dich schauen, dass wir unseren Charakter verändern lassen von dir und dass wir einmal in vollkommener Harmonie und Einheit bei dir sein werden. Und ich danke dir, dass du zu deinem Wort stehst. Amen. Ich wünsche euch viel Freude beim Bibelstudieren und ein gesegnetes Sabbatgespräch. Amen.